Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Ich bin ganz glücklich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir hätten ein bisschen anbauen können, haben wir nicht damit gerechnet. Im Namen meiner Co-Referenten, Professor Gollwitzer und dem Privatdozenten Christoph Becher, darf ich Sie herzlich begrüßen zu dieser Session. Wir wollen Ihnen unsere Erfahrung mit dem Produkt Hyalofast ein bisschen demonstrieren, ein bisschen was über Knorpeltherapien erzählen, aber auch über die Möglichkeiten, die sich mit solchen neuartigen Methoden ergeben könnten, wenn denn nicht nur die Reglementarien in Europa relativ schwierig wären. Ich darf starten mit dem, wir haben das so eingeteilt, dass wir es eingeteilt haben in Knie, Hüfte und Sprunggelenk. Ich werde starten mit dem Kniegelenk, dann der Christoph Becher mit dem Sprunggelenk und als letztes kommt die Hüfte. Das St. Vinzenz Hospital macht ungefähr 25.000 ambulante Patienten pro Jahr, davon 2.900 stationär, 1.800 Operationen, davon ein paar TEPs und sehr viel gelenkerhaltende Chirurgie. Deshalb brauchen wir immer neue Ideen, wie wir den Gelenkerhalt von unseren Patienten bewahren können. Sie wissen alle, dass der Knorpel, wenn er einmal geschädigt ist, eigentlich von alleine nicht mehr heilt. Deshalb müssen wir eigentlich, wenn wir einen Knorpeldefekt sehen bei der Arthroskopie, irgendwas tun. Es ist nicht mehr zeitgemäß, einen Knorpeldefekt einfach so zu lassen. Warum ist das wichtig? Der Knorpel ist ganz wichtig für uns, weil er eine hohe Druckelastizität hat. Er ermöglicht uns, dass wir bis ins hohe Alter, denn er hat eigentlich eine extrem lange Haltbarkeit, nicht so lange, wie wir gerne wollen, aber wenn Sie mal überlegen, 50, 60, es gibt Leute, die 100 Jahre alt werden mit ihrem Knorpel, das ist schon enorm. Wir hätten ihn natürlich für jeden gerne so lange haltbar, das klappt aber nicht. Das liegt aber auch ein bisschen an uns. Er verteilt die Belastung auf den subchondralen Knochen und am Kniegelenk finden wir den dicksten Hyalin-Gelenkknorpel, nämlich hinter der Patella. Eigentlich ist das Gewebe relativ langweilig, denn es gibt nur eine einzige Zelle und das ist der Chondrozyt. Keine Blutgefäße, keine Lymphgefäße und keine Nerven. Das bedeutet, dass ein Knorpelschaden per se nicht wehtut, denn es sind keine Nerven drin. Und das ist auch schwierig. Was machen diese Knorpelzellen? Sie produzieren ganz viele Produkte, um das Wasser in dem Knorpel zu halten und diese Druckelastizität zu gewährleisten. Und ein Produkt davon ist die Hyaluronsäure. Der Knorpel ist in verschiedenen Schichten aufgeteilt, wie Sie hier sehen. Es gibt eine oberflächliche Zone, eine Mittelzone, eine tiefe Zone. Ich glaube, Sie alle kennen das. Das bedeutet aber auch, dass unterschiedliche Strukturen der Kollagenfibrillen hier aufgelistet sind, um eben diese Druckverteilung möglichst gut zu gewährleisten. Und alles ist dann noch hier unten über die Tightmark verbunden mit dem Knochen. Was ist wichtig, wenn Sie sich mit Knorpeltherapie beschäftigen? Egal, was Sie anwenden, ist es wichtig, dass Sie die Basisdiagnostik kennen und wissen, was Sie von Ihrer Therapie erwarten können. Wir wissen, dass das Körpergewicht eine entscheidende Rolle spielt, wenn Sie Knorpeldefekte behandeln wollen. Einen hohen BMI bedeutet schlechteres Outcome. Auch Nebenerkrankungen spielen eine Rolle. Das biologische Alter, wir wissen, dass ab 50, 55 Jahre die biologische Regenerationsfähigkeit deutlich abnimmt. Die Compliance spielt eine entscheidende Rolle. Sie brauchen bei diesen teilweise anspruchsvollen Operationen immer den Patienten, der Ihre Nachbehandlungskriterien mitmacht, damit Sie ein gutes Ergebnis kriegen. Das Defektalter spielt eine Rolle. Wir wissen, wenn der Defekt, ein lokalisierter Defekt, eher Richtung 3 Jahre geht, dann entsteht schon eine Degeneration und die Ergebnisse jeder Art von biologischer Degeneration wird deutlich schlechter. Die Anzahl der Voroperationen allgemein spielt eine Rolle und die Anzahl der Voroperationen am Defekt. Wenn Sie also zum Beispiel eine Mikrofrakturierung in einem Defekt gehabt haben, dann ist die Fehlerrate einer autologen Chondrozytentransplantation 3-mal höher, als wenn Sie das als First-Line-Treatment machen. Und die Defekthistorie, ist das eher ein degenerativer Defekt oder ein traumatischer? Oder ist aus einem traumatischen Defekt ein degenerativer geworden? Was brauchen Sie noch? Sie müssen wissen, wie die Beinachse ist.
das heißt, sie brauchen zwingende Ganzbeinstandaufnahme am Kniegelenk, wenn sie an den Kondylen arbeiten wollen. Ist es die Patella, die die Probleme macht, dann brauchen sie Spezialaufnahmen. Sie müssen die Stabilität messen. Sie können nicht in ein instabiles Knie eine gute Knorpelrekonstruktion erwarten. Der Meniskusstatus ist am Kniegelenk ganz entscheidend. Haben Sie mehr als die Hälfte des Meniskus verloren, dann wird Ihr Knorpelrekonstrukt versagen. Der Arthrosegrad spielt eine Rolle. Die Defektgröße, und zwar in Bezug auf die Kniegröße. Sie können sich vorstellen, dass möglicherweise bei Dirk Nowitzki ein Knorpelschaden von 2 cm Größe nicht so ins Gewicht fällt wie bei einer jungen Dame 1,60 m groß. Die Defektanzahl, wir haben immer mehr multiple Defekte, über die wir uns Gedanken machen müssen, und die Lokalisation. Ist es an der Tibia, an der Patella, ist es am Femur und die Situation des Umgebungsknorpels. Alles das spielt eine Rolle und das können Sie vorher beurteilen. Es gibt mehrere zwei Therapieprinzipien. Das ist einmal der Repair, das heißt, Sie reparieren etwas mit einem nicht identischen Gewebe, also einem Ersatzgewebe, oder Sie versuchen die Regeneration und da versuchen Sie den Defekt mit einem identischen Gewebe aufzufüllen. Das geht einmal durch die Stimulation der intrinsischen Regenerationskapazität und durch die Transplantation von chondrogenem Gewebe oder Zellen. Sie kennen alle die knochenmarkstimulierenden Techniken, angefangen von der Abrasionsarthroplastik über die Mikrofrakturierung, Drilling und so weiter. Ich will eigentlich nur die Mikrofrakturierung rausnehmen, weil das wichtig ist jetzt für das Produkt, über das wir heute berichten wollen. 1985 wurde die Mikrofrakturierung von Stedman und Rodkey beschrieben, 2 Jahre bevor die autologische Chondrozytentransplantation beschrieben wurde. Also es gibt heute ja häufig noch die Ansicht, dass die autologische Chondrozytentransplantation ein ganz neues Verfahren ist. Es ist also ein bisschen jünger, 2 Jahre jünger als die Mikrofrakturierung in Wirklichkeit. Ganz wichtig ist, egal was Sie machen an diesem Knorpeldefekt, Sie müssen Ihre Technik richtig machen. Das heißt, Sie müssen steil abfallende Ränder zum umgebenden gesunden Knorpel schaffen und Sie sollten das Calcified Layer entfernen. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil sich gezeigt hat in mehreren Tierstudien, wenn Sie das machen, ist Ihr Regeneratknorpel deutlich von besserer Qualität, als wenn Sie das nicht machen. Warum hat man das gemacht, diese Geschichte mit diesen Mikrofrakturierungslöchern? Man wollte eben Stammzellen, die man in dem Blut dieses Knochens vermutet hat, direkt in den Defekt bekommen. Wenn man das auf andere Weise erreichen könnte, bräuchte man nicht diese Löcher, denn die haben auch durchaus negative Effekte. Wenn die Brücken zwischen den Löchern beispielsweise brechen, dann kann sich auch eine Kallusbildung bilden und dann können Sie sogenannte Bumps in den Defekt haben, was nicht so ganz gut ist. Können wir also Die Mikrofrakturierung ist eines der häufigst verwendeten Verfahren in Amerika, das absolut häufigste Verfahren zur Regeneration von Knorpelgewebe. Können wir das irgendwie verbessern, indem wir zum Beispiel solche Membranen verwenden? Die einzige Level-2-Studie, die es dazu gibt, ist mit dem BSTKG. Da konnte man in einer 24-monatigen Serie zeigen, obwohl sich in 25% der Fälle knöcherne Bumps gebildet haben in der Läsion, dass die Ergebnisse etwas besser waren als die Mikrofrakturierung. Geht das vielleicht auch mit Hyalofast und sollen wir vielleicht lieber nanofrakturieren als mikrofrakturieren? Woher kommt eigentlich Hyalofast? Hyalofast hat eigentlich eine sehr lange Historie. Hyalofast war eigentlich eine Matrix, die dazu genutzt wurde, Zellen, also eine autologische Chondrozytentransplantation, durchzuführen. Und darüber gibt es sehr, sehr viele aussagekräftige Studien. In allen Studien ist die Schlussfolgerung, dass die autologische Chondrozytentransplantation mit dieser Membran, also mit dieser Matrix, die heute Hyalofast darstellt, sehr, sehr effektiv ist, und zwar im Long-Time-Follow-up. Hier eine 10-Jahres-Untersuchung, die deutlich zeigt, dass die Ergebnisse anhalten. Und wenn wir Glück haben, können wir einen solchen radiologischen Befund bekommen. Warum gibt es das nicht mehr, wenn wir so tolle Erfolge haben, 10-Jahres-Ergebnisse? Das hat was mit den Zulassungsrichtlinien in Europa zu tun. Und die Firma Fidia damals, jetzt Anika Therapeutics, hat sich damals entschlossen,
diese teure Prozedur der Zulassung nicht zu gehen und die Matrix alleine auf den Markt zu bringen. Ist das eine gute Idee? Das Problem ist, wenn wir dann Studien angucken zu dem Produkt selbst, dann sieht es relativ mau aus. Es gibt eine einzige Studie zur Hyalofast, die angewendet wurde mit 20 Patienten zwischen 15 und 50 Jahren mit verschiedenen Komorbiditäten als One-Step-Treatment, und zwar bei einer juvenilen Osteochondritis dissecans. Sie sehen zwischen 15 und 50, also nicht nur juvenil, die gezeigt hat, also in diesen Ergebnissen hier, das ist jetzt der Kurs, dass sich schon in 24 Monaten da einiges verbessert hat. Ansonsten liegen nicht viele Daten vor. Was kann man jetzt mit dieser Membran machen? Man kann sie einmal arthroskopisch einbringen, wie hier. Das ist jetzt ein Bild, arthroskopisches Bild, wo eine Nanofrakturierung durchgeführt wurde. Man kann dann sich die Membran so zuschneiden, dass man es über einen bestimmten Drucker oder ich mache das mit einer Klemme in den Defekt einbringen kann. Die Hyaluronsäure selber ist, sobald sie ein bisschen Flüssigkeit bekommt, so klebrig und haftet eigentlich sehr gut selber. Das ist jetzt ein Bild, nachdem das Kniegelenk durchbewegt worden ist und dass die Membran in diesem Defekt, der gut einen guten Randwall hat, immer noch drin bleibt. Das hier ist ein offenes Verfahren, was ich gerne anwenden würde in Deutschland. Eigentlich würde ich gerne die Stammzellen nicht mehr aus dieser Mikrofrakturierung holen, sondern ich würde sie am liebsten aus dem Beckenkamm holen, mir die anreichern und dann auf diese Membran bringen und ohne Mikrofrakturierung die hier einsetzen. Das ist in Deutschland, glaube ich, nur in einer einzigen Klinik, der das historisch sich erkämpft hat, möglich, und ansonsten kriegen sie keine Zulassung für das mehr. Wir hoffen, dass sich das bald ändern wird, denn ich glaube, dass das ein sinnvolles Verfahren oder eine sinnvolle Alternative für die zellbasierten Techniken ist, weil es ein einseitiges Verfahren ist. Ich will Ihnen da ein Beispiel zeigen, wofür ich es auch noch nehmen kann. Also das ist jetzt ein Fall nach einer Mikrofrakturierung. Der Patient hatte weiterhin Beschwerden. Das war das arthroskopische Bild, mit dem er kam, und wir sagten eigentlich, das sieht super aus. Der Patient hatte Beschwerden, und uns ist eins aufgefallen im Röntgenbild, als wir da genau hingeguckt haben, dieses Ding hier. Und im MRT sah man dann, als man die Schichten ein bisschen enger fuhren, dass da ein knöcherner Bump drunter war, und den haben wir jetzt für die Beschwerden identifiziert. Im offenen Verfahren sah das dann so aus, erstmal gar nicht so schlimm. Als wir das dann präpariert haben, hat sich da so ein richtiger Sporn darunter dargestellt, relativ groß. Den haben wir dann knöchern abgetragen, haben dann das Ganze mit Fibrinkleber abgedichtet, haben autologische Zellen dazu gebracht und haben dann darüber diese Membran appliziert. Jetzt werden Sie sagen, was ist das denn, ACT plus das Ganze, warum machen wir das? Da gibt es schon bestimmte Gründe dafür. Wir wissen, dass die autologische Chondrozytentransplantation schlechter ist, wenn ein schlechteres Outcome hat, wenn schon Entzündungsreaktionen oder beginnende Degeneration im Kniegelenk stattfindet. Wenn wir also, und die Idee dabei ist, und da gibt uns diese Studie ein paar Hinweise, wenn wir irgendwie während dieser Operation den inflammatorischen Reiz vermindern können, dann tun wir wahrscheinlich dem Kniegelenk was Gutes. Da gibt es mehrere Stoffe, die das können, aber es kann offensichtlich auch Hyaluronsäure, und es gibt einige Anwender, die Hyaluronsäure während der Operation eines knorpelregenerativen Eingriffes verwenden. Warum? Weil die Operation, natürlich eine offene Operation per se, ist schon ein großes Trauma für das gesamte Knie, nicht nur für den behandelnden Defekt. Frage ist dann immer, wer übernimmt die Kosten? Kommen wir zur Nachbehandlung. Also auch die Nachbehandlung spielt bei diesem Verfahren eine entscheidende Rolle. Da gibt es inzwischen ganz gute Studien. Wir wissen, dass Knorpel- und Stammzellen Scher- und Kompressionsreize brauchen für die chondrogene Antwort. Wir wissen, dass die Motorschienenbehandlung essentiell ist. Die sollten Sie für mindestens 6 Wochen, zweimal täglich mindestens 1 Stunde machen. Wir wissen aber auch, dass bei den kleineren Defekten es durchaus sinnvoll ist, wenn Sie früh belasten, also dass Sie eine beschleunigtere Aufbelastung machen können, ohne dass das für den Patienten schädlich ist. Sie brauchen häufig für die Sportler ein sportartspezifisches Nachbehandlungskonzept,
Und wir haben im Rahmen unserer Klausurtagung vor 2 Jahren, 2014, in diesem Verein, den kann ich Ihnen nahelegen, QKG, also es ist nicht DGKKG oder so, sondern Qualitätskreis Knorpel Repair und Gelenkerhalt e.V., nicht ein tolles Wort, aber das spiegelt das wieder, was wir da machen in diesem Verein. Ist ein kleiner, feiner Kreis und wir haben da ein Nachbehandlungsschema entwickelt, was Sie sich auf unserer Webseite herunterladen können. Das Entscheidende ist, wie groß ist der Defekt? Ist das ein sogenannter Contained-Defekt? Und den Unterschied erkennen Sie hier mal ganz vereinfacht. Ein Contained-Defekt ist abgedeckt durch den umgebenden Knorpel. Das heißt, der Knorpel, der hier regeneriert, hat genug Möglichkeiten, hier aufzugehen. Ähnlich wie ein Kuchen in der Kuchenform. Ist die Kuchenform erhalten, kann der Kuchen aufgehen. Ist die Kuchenform nicht erhalten, dann müssen Sie das irgendwie schützen. Und auf dieser Basis haben wir das Nachbehandlungskonzept aufgestellt. Können Sie auf dieser Webseite www.qkgev.de runterladen. Was ist für mich eine Indikation für Hyalofast? Für mich ist es primär eine Indikation, wenn ich Defekte habe unter 2,5 Quadratzentimeter, darüber gehe ich eigentlich zur autologischen Chondrozytentransplantation. Wenn ich es als primäre Versorgung machen will, in Kombination derzeit mit der Mikrofrakturierung, nebenbei mache ich es im oberen Sprunggelenk als Routine, da kann ich keine ACT machen und an der Hüfte bis 1,5 Quadratzentimeter, darüber hinaus mache ich eine ACT. Ich gehe jetzt momentan dazu über, dass ich 50% meiner ACT mit Hyalofast augmentiere, weil ich glaube, das ist aber meine Meinung, dass das einen Vorteil hat, die Inflammation zurückzudrängen. Wir beobachten das momentan in so einer Serie im Knorpelregister, in denen wir alle unsere Fälle eingeben. Und den Wunsch, den ich habe, das habe ich Ihnen schon gesagt, wäre, dass ich eben Bone Marrow Stem Cells verwenden kann, ohne Mikrofrakturierung und dann in diese Defekte einsetzen kann. Und dann würde ich mich wahrscheinlich auch trauen, größere Defekte damit zu behandeln. Kommen wir zur Zusammenfassung. Wenn Sie Hyalofast verwenden oder egal, was Sie machen an Knorpeltherapie, dann sollten Sie die Grundprinzipien der Knorpeltherapie beachten. Sie müssen auf die Achse, die Stabilität achten, auf das Alignment. Die Degeneration sollte nicht zu weit fortgeschritten sein. Wir wissen, dass Hyalofast-Matrix hat sich in Kombination mit Knorpelzellen als Hyalograph C in vielen Studien bewährt. Das ist evidence-based. Die Operationsmethode ist relativ einfach. Sie können sie arthroskopisch machen, die ist reproduzierbar. Sie haben allerdings mit höheren Kosten als mit der Mikrofrakturierung zu tun. Vor allem, wenn Sie dann platelet-rich Plasma geben oder möglicherweise Stammzellen, wenn Sie das dann machen dürfen. Beachten Sie bitte die Nachbehandlungsprinzipien, denn das wird Ihr Outcome wesentlich beeinflussen. Wir wissen aber nicht, und das ist die aktuelle Studienlage, ob das Ganze besser ist derzeit als Mikrofrakturierung allein. Deshalb brauchen wir auch dringend eine Studie. Und solange wir die nicht haben, kann ich Sie nur motivieren, geben Sie Ihre Daten, wenn Sie das machen, in das Knorpelregister ein. Inzwischen dürften alle Länder in der BRD ein Ethikvotum haben, sodass es ganz einfach ist, das einzugeben und es ist nicht universitär. Sie geben einmal 3 Minuten das ein und dann macht alles andere der Patient und Ihre Daten gehören Ihnen. Schauen Sie sich das an unter www.knorpelregister.dgu.de. Für diejenigen, die das praktisch anwenden wollen und verschiedene Techniken lernen wollen, kann ich Ihnen diesen Grundkurs zum Knorpelspezialisten nahelegen. Der wird am 20. bis 21. November 2015 in Mülheim stattfinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke, Wolfgang. Ich denke, wir machen es so, dass wir jetzt die spezifische Anwendung am Knie diskutieren, also letztendlich die spezifische Anwendung bei den einzelnen Gelenken und vielleicht noch allgemein am Schluss ein bisschen. Von daher erstmal Fragen an Herrn Zinser zum Knie. Eine Frage ins Publikum: Gibt es jemanden, der das schon anwendet in der täglichen Praxis, Hyalofast? 2 Hände, 3 Hände? Wer macht denn Mikrofrakturierung von Ihnen? Wer macht Knorpelzelltransplantation? Gut. Ja. Machst du sogar in Salvage Procedures häufig? Also
eine Kissing Lesion, laterale Patellafacettenresektion und dann eine Mikrofrakturierung oder Anbohrung in dem Fall, soll besser sein nach neueren Daten, und Hyalofast-Membran drüber, eigenes Vorgehen. Das ist aber, also da mache ich es sogar sehr gerne. Und bei den lokalisierten Defekten gilt genau das Gleiche, was ich vorher gesagt habe, bis 2,5 Quadratzentimeter würde ich eher sowas machen. Ansonsten ACT. Ja. Haben Sie bei der Arztkurve keine Probleme mit der Man muss die, also was das Problem ist, man muss kurzfristig die Flüssigkeit weglassen und dann klebt das dran. Wenn das nicht gelingt und ich habe ein Problem mit einem Hoffa, dann wird das schwierig. Also bei den großen Defekten, glaube ich, ist es völlig okay, eine Mini-Open-Geschichte zu machen. Nein, vielleicht bin ich ein bisschen ungeschickt, aber ich habe es einfach endoskopisch probiert. Ich bin wieder zu Mini-Atem, weil ich dann einfach wie trockenes Medium habe. Also für Ich muss auch eine Lanze brechen für die offene Technik. Sie können den Defekt auch viel besser präparieren. Also diese steil abfallenden Ränder, das gelingt Ihnen viel besser, wenn Sie offen machen. Den Calcified Layer können Sie viel sauberer offen machen. Und der Defekt ist, also der Schnitt ist viel, viel kleiner, also sehr, sehr klein. Und ich glaube nicht, dass das für einen Patienten relevant ist. Aber es ist relevant, wie der Defekt präpariert ist und wie er dann, dass das vernünftig sitzt. Danke für die Frage. Genau, also geistliche Membran, da hören Sie wahrscheinlich, gibt es jetzt eine Session über, der Fritz Thora hat was in der Hüfte veröffentlicht, es gibt eine Multisensor-Studie, die die Firma Geistig gemacht hat. Ich denke halt, also warum verwende ich das? Ich glaube, dass die Hyaluronsäure einen Effekt hat. Wenn Sie Zellkulturen haben und packen Hyaluronsäure dazu, dann nimmt die Produktion der Stoffe der Zellen deutlich zu. Das passiert nicht in der, das andere sind ja Kollagen 1-3 Membranen und so weiter, und das ist meine persönliche Auffassung davon. Aber ich kann es nicht beweisen. Also Studienergebnisse oder Vergleiche? Es gibt die AMIC-Studie, da scheinen momentan, soweit nach meinem Kenntnisstand, geht das ähnlich wie die Mikrofrakturierung. Nach den 5-Jahres-Ergebnissen scheint sich ein kleiner Benefit zu zeigen. Gut. Was ist mit den knöchernen Osteohypertrophien? Hast du die bei der Anwendung von der MIC-Membran oder Zylofast-Membran weniger gesehen? Also, du kannst es doch verhindern? Das weiß ich noch nicht. Also ich sehe die knöchernen Hypertrophien nicht nur bei den Mikrofrakturen, ich sehe sie selten auch bei der ACT. Ich weiß noch nicht genau, meine Idee ist, wenn dann Knochenmarkedem vorher da ist, dass das vielleicht den Reiz ausmacht, aber ich weiß noch nicht genau. So. Gut, dann kommen wir zum oberen Sprunggelenk. Das Erste, was man sagen muss, wenn man über die Anwendung am Talus oder am oberen Sprunggelenk spricht, ist, es hat nichts damit zu tun, wie es am Knie ist. Das hat ein paar Gründe. Einmal, obere Sprunggelenk ist ein ganz anderes Gelenk von der Kongruenz her, sehr straff geführt durch Bänder und auch Knöchern. Nick van Dijk hat das mal ganz schön in dieser Grafik gezeigt. Während wir im Knie relativ viele Kantendrücke oder Kanteneffekte haben auf dem Knorpel, haben wir das im oberen Sprunggelenk, zumindest wenn keine sonstigen Pathologien vorliegen, nicht. Also deswegen sind eigentlich normale Knorpelschäden sowieso einmal seltener zu finden am oberen Sprunggelenk, auch die Arthrose. Aber auch der Knorpel ist ein anderer, was man wissen muss. Es gibt einen höheren Gehalt an Proteoglykanen und an Wasser, einen höheren Umsatz an Proteoglykanen, eine höhere Synthese und nachgewiesen auch biomechanisch eine höhere Steifheit, eine geringere Permeabilität und, wenn der Knorpel auch am Sprunggelenk geschädigt ist, auch eine bessere Reparationsfähigkeit. Wir haben einmal eine geringere Empfindlichkeit gegenüber Katabolensubstanzen wie Interleukine. Wir haben eine bessere Möglichkeit, Proteoglykane wieder zu bilden durch die Chondrozyten und allgemein einfach eine bessere Reparaturfähigkeit. Und alles das bringt eben mit, dass eben die Arthrose-Inzidenz, und das wissen wir ja alle, viel niedriger ist als im Knie. Also solche Schäden wird man selten finden. Also wir haben meistens eben ein Knöchersproblem, und das ist einmal die Osteochondrosis dissecans, also ein Problem, das primär so vom Knochen her ausgeht. Also ein Knochenproblem ist eigentlich immer mit vorhanden.
Und wir haben uns eigentlich mittlerweile geeinigt, dass wir als Begriff die osteochondrale Läsion verwenden. Also das ist eigentlich das, mit was wir es zu tun haben am Sprunggelenk, in allermeisten Fällen. Und dies lokalisiert meistens hier, wie in dem Beispiel, an der medialen Talusrolle und das zu über 80%. Wie entsteht die? Trauma spielt anscheinend einen wichtigen Grund, akut oder auch durch Mikrotraumata, durch rezidivierendes Umknicken. Was passiert da? Laut der Theorie von Nick van Dijk letztendlich subchondrale Aufbrechen und sekundär über die Verweichlichung, kann man sagen, des Knorpels, die Durchlässigkeitsverbesserung des Knorpels, dass hier Synovialflüssigkeit eindringt, letztendlich hier dann zu Zystenbildungen führt, zu dem Ödem führt, das man ja auch immer wieder sieht im oberen Sprunggelenk und letztendlich auch dann zum Aufbruch von dem Knorpel und Separation des Fragmentes. Und das macht typischerweise den Schmerz im oberen Sprunggelenk auch sehr charakteristisch, was viele sagen, dass sie so einen tiefen Sprunggelenksschmerz merken. Der belastungsabhängig ist dadurch, weil eben dann der Druck hier steigt durch den Einfluss von der Synovialflüssigkeit in den Knochen. Wir haben natürlich auch eine Synovitis, die da auftreten kann durch den Knorpelschaden, der da entsteht. Aber eins ist klar, wir müssen nicht nur den Knorpelschaden behandeln, in meisten Fällen, sondern auch das Knochenproblem, was eben die Situation im oberen Sprunggelenk ein bisschen anders macht. Grundprinzip letztendlich ist klar, metabolische Erkrankungen ausschließen, die manchmal auch dazu führen können, rheumatologische Erkrankungen sind auch keine Indikation, Kissing Lesions eventuell. Klar ist aber auch, dass die Ursachen eventuell adressiert werden müssen. Das heißt, hat jemand eine chronische Instabilität, muss die mit adressiert werden durch eine Bandplastik oder bei einem Malalignment Valgus oder Varus Fehlstellung im Rückfuß, der eventuell auch korrigiert werden. Da hat Victor Valdabarano eine große Serie publiziert, groß, 26 ist im Talus relativ viel, Sie werden dann in der Literatur wenig finden, die mehr haben. Und in dieser Serie, AJSM publiziert, 65% Bandrekonstruktion, 61% Kalkaniusosteotomien und in 84% auch eine Malaria-Osteotomie notwendig, um dahin zu kommen. Das ist schon eine Menge Begleitpathologie mit behandelt, muss man sagen. Und ich habe jetzt mal ein großes Fragezeichen hinter gemacht, weil aus der Schule, der ich komme, aus Heidelberg, von Hajo Thermann, da haben wir es eigentlich fast nie gemacht. Und wenn wir uns die Ergebnisse angesehen haben, waren die aus der Studie auch nicht besser als unsere. Das heißt, also sicher, das muss man beachten, aber ich glaube, dass es hier ein bisschen überbeachtet wurde, weil es ist ja schon einiges an Chirurgie. Gut, wir sind die Prinzipien. Prinzipiell, es gibt 4 Grade, die unterschieden werden im oberen Sprunggelenk. Grad 1 heißt eigentlich, dass man die nur im MRT sieht, das Ödem. Wenn es nicht symptomatisch ist, ist auch klar, die behandelt man konservativ, lässt man in Ruhe. Manchmal ist es ja auch ein Zufallsbefund. Aber dann, wenn sie eben symptomatisch sind, mehr als Grad 2, dann gehen wir operativ vor. Ganz kurz zur staatenabhängigen Therapie, die zumindest in der Literatur so postuliert wird. Hauptkriterium ist, dass der Knorpel noch intakt ist. Das heißt, das kann man eigentlich nur arthroskopisch feststellen, auch MR-tomografisch schwierig festzustellen. Und ich habe schon mal ein Fragezeichen gesetzt, weil eigentlich ist es immer so, dass das doch erweicht ist, da drüber mit dem Knorpel, mit dem Tasthaken da schon reinfällt, wenn man nur entsprechend drückt. Aber es gibt einiges in Literatur, der im retrograde Verfahren, um diesen osseren Defekt zu behandeln, postulieren, durch so eine spongiöse Auffüllung oder auch durch eine einfache retrograde Anbohrung. Aber sicherlich Techniken, die auch nicht ganz banal sind, das muss man erstmal richtig treffen. Das Retrograd aufzuführen, macht doch ein ganz schönes Loch. Ich mache es in meiner Praxis so gut wie nie. Also letztendlich muss man den Defekt debridieren und dann gibt es die üblichen Techniken, die wir aus der Knorpeltherapie kennen, Knochenmarkstimulation, Osteochondraltransplantation und ACT. Die Haupttechnik sicherlich für das obere Sprunggelenk ist die Anbohrung und die Mikrofrakturierung. Die Anbohrung hat ja so ein bisschen ein Revival erlebt, ist aber, muss man sagen, am Sprunggelenk arthroskopisch eine schwierige Geschichte, weil man muss ja irgendwie mit diesem Bohrer da perpendikulär draufkommen und das geht meistens dann nur, wenn man dann auch eventuell von außen, also invasiver, zielgerichtet dahin kommt. Also eigentlich auch in meiner Praxis spielt die Anbohrung arthroskopisch keine Rolle. Heißt Mikrofrakturierung durch die Schwanenhalsasenmethode der ersten Wahl. Oats, sicherlich bei osteochondralen Läsionen von der Logik her sinnvoll das zu machen, weil ich behandle auch den knöchernen Defekt damit mit, aber auch nicht ganz uninvasiv. Man braucht meistens eine Osteotomie vom Innenknöchel oder so eine Osteotomie hier vorne, aber auch das finde ich jetzt auch nicht so ganz uninvasiv, hier einen Schaden zu setzen am Tibia-Plateau. Und wir haben die Donnerside-Problematik. Wir müssen ja irgendwo den Zylinder hernehmen, müssen es ans Knie und da auch in der Arbeit von Walter Bravano 12 Patienten mit Oats versorgt, 6 davon danach Knieschmerzen. Auch die Ergebnisse am Talus waren nicht toll, mit Zystenbildungen hier, die teilweise entstanden sind, hier im Speck-CT, Problematiken, die da aufgetreten sind. Also auch Oats, muss ich sagen, jetzt in meiner Praxis spielt eigentlich keine Rolle. ACT könnte eine Rolle spielen, theoretisch zumindest, aber
muss man ganz klar sagen, aktuell Situation so, dass es nicht bezahlt wird, also spielt es keine Rolle. Wir haben es in Heidelberg ein paar Mal gemacht, das ist jetzt, sind Bilder aus einer Publikation aus 2008 aus dem Orthopäden, 9 Fälle, alle voroperiert mit dieser Hyalografen-Membran, der Wolfgang hat gerade schon erwähnt. Das sind die Ergebnisse zum MRT. Und was mir da aufgefallen ist, ich habe relativ viele Patienten sowieso nachuntersucht, auch nach Mikrofrakturierung, dass das Regenerat so ein bisschen homogener aussieht. Klar, es ist ein Ersatzgenerat, aber sieht ein bisschen homogener aus, als das aussah jetzt bei einer reinen Mikrofrakturierung. Und wir konnten alle danach auch reatroskopieren. Da sieht man jetzt auch kein Supergewebe, das sind mal so typische repräsentative Bilder. Also hier sieht es natürlich einmal schön aus von der Defektdeckung her, auch von den Rändern her, aber so ein bisschen hypertroph, teilweise auch ein bisschen aufgefasert. Und hier ist die Integration auch nicht so perfekt. Also letztendlich neues Gewebe schaffen wir auch nicht, aber es war zumindest vom klinischen Outcome her und auch von den Bildern her akzeptabler und ein bisschen besser wirkend als eine normale Mikrofrakturierung. Was sagt die Literatur? Egal was Sie tun, die Ergebnisse sind immer relativ gleich. Das wird wahrscheinlich in der Praxis tatsächlich nicht so sein, aber die Auswertungsmethoden im oberen Sprunggelenk sind auf gut Deutsch beschissen. Also dieser OFA-Score, den es da gibt, der sagt immer das Gleiche, die landen alle zwischen 80 und 90 Punkten und durchschnittlich am Schluss. Man kann da relativ wenig sagen. Auch die Fallzahlen sind gering und Vergleichsstudien gibt es schon mal gleich gar nicht. Also sind wir angewiesen letztendlich auf Erfahrungswerte und letztendlich auf theoretische Überlegungen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Gut, wie mache ich jetzt? Ganz klar, Mikrofrakturierung arthroskopisch ist Mittel der ersten Wahl, weil es einfach minimalinvasiv, mit den Schwalenhalsaalen kommt man in die meisten Defekte auch relativ gut hin, braucht aber ein entsprechendes Instrumentarium, also Small Joint Arthroskope und Small Joint Instrumente, um das alles behandeln zu können. Sonst wird man nur bei den Defekten relativ weit vorne landen. Es gibt ein bisschen Hinweise aus der Literatur, dass wenn die Defekte größer als 1 bis 1,5 Quadratzentimeter sind, dass dann die Ergebnisse nach Mikrofrakturierung arthroskopisch schlechter werden. Und ist auch klar, wir haben osteochondrale Läsionen und wenn dieser ossäre Defekt größer wird, immer so ein Limit von einem halben Zentimeter genannt, dann sollte man sehr sicher mit dem ossären Defekt vielleicht auch was machen. Und in Reversionssituationen haben wir ja nichts anderes außer OTS oder eben dann eventuell über so ein AMIC-Verfahren da tätig zu werden. Und ich nehme jetzt das Hyalofast, eventuell eben der Sprunglosaplastik dann auch in Revisionsfällen. Über die Matrix haben wir gerade schon ein bisschen was gehört, also so sieht die letztendlich aus. Diese Hyaluron-basierte Matrix ist relativ flexibel, kann die auch ein bisschen auseinanderziehen, relativ weich und hat eine Dicke von etwa 2 mm. Biologische Rolle haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, werde ich jetzt mal drüber gehen. Was uns sicherlich interessiert, und das wird Sie wahrscheinlich alle interessieren, wie wird es denn bezahlt? Weil das Ding ist ja auch nicht umsonst. Und leider ist es am oberen Sprunggelenk nicht so dolle. Ja, ob Sie eine arthroskopische Mikrofrakturierung machen oder eben diese Membran mit reinlegen, Sie landen am Schluss beim gleichen Geld. Also muss man sich das Grund schon gut überlegen, arthroskopisch zu machen, rein aus finanziellen Gründen schon. Offen ist ein bisschen besser, landen wir hier. Und wenn Sie eine Sprunglosaplastik dazu machen, immerhin mal hier und macht zwar nicht gerne, aber manchmal mit der Innenknöchelostotomie ist es dann doch erforderlich, ist es schon mal nicht so schlecht. Also da fällt die Membran nicht mehr so ins Gewicht. Fälle aus der Praxis. Das ist eine 26-jährige Patientin gewesen, zweimal voroperiert, einmal retrograd angebohrt, einmal mikrofrakturiert, beides auch in der gleichen Klinik bei uns. Hat einen Defekt gehabt, ich habe leider keine Bilder dazu, vom MRT her, relativ weit vorne, mediale Talusrolle, so sah der aus, mit einem signifikanten äußeren ausheeren Anteil auch. Über diesen anteromedialen Zugang mit entsprechend Kardräten und dem Spreizer kommt man da auch ganz gut hin, kann das auch relativ gut aufmachen, das Gelenk. Hier die Sprunglosaplastik eingebracht, das angebohrt, wenn es offen geht, durchs Anbohren, wenn ich gut hinkomme. Und dann, man sieht das schon, das ist kein Hyalofast, diese Kollagenmembran eingebracht, die ich damals hatte. Und das ist schon nervig, weil diese Effekte sind nicht groß, es ist fuddelig, das muss man zurechtschneiden und überlappt hier teilweise ein bisschen, dann haben wir doch noch ein bisschen, dann haben wir ein bisschen Fibrinkleber noch drauf. Also es ist echt mühsam, ja, mit den normalen Kollagenmembranen. Und danach habe ich das auch durchbewegt und man kann schon ahnen, also da hier am Innenknöchel, dann ist das wieder aufgeklappt, dann muss man wieder das zumachen, wieder drauf, nochmal Fibrinkleber, also echt nervig. Das sind Bilder von Markus Walter, hier sieht es ein bisschen schöner aus an der Stelle, sicherlich anwendbar, aber so richtig toll fand ich es nicht. Deswegen jetzt ein Fall mit dieser Hyalofast-Membran, auch eine junge Patientin, auch 26, einmal voroperiert, auch arthroskopische Mikrofrakturierungen, sieht man schon, der Defekt ist relativ weit hinten. Da hinzukommen, arthroskopisch ist sicherlich nicht so ganz banal und man kann hier auch den ossären Defekt schon relativ gut erahnen, also dass die eine ossäre Problematik hat. MRT dazu, relativ interessant, hier auch so ein bisschen aufgeworfen, ossär teilweise. Da drunten ist so ein bisschen alles bröselig, ordentliches Ödem da drin.
Ist klar, also mit einer normalen Mikrofrakturierung wird man da sicherlich nicht beigehen. Also muss man ein bisschen was anderes machen. Auch eine Oats-Plastik bei so einem Defekt holla die Waldfee. Also nicht so doll zu machen. In solchen Fällen hat man ganz gerne mal nochmal ein CT, um den knöchernen Defekt ein bisschen besser beurteilen zu können. Da sieht man das auch schon. Also sicherlich ein Defekt auch für eine Spongiosa-Plastik sinnvoll. Haben wir dann auch so gemacht und dann auch eine Innenknöchelostomie. Ich mache es nicht gerne, aber es geht leider nicht anders. Warum macht man es nicht gerne? Naja, die Osteotomie ist natürlich genau da, wo die andere Seite ist. Also ich schaffe einen Knorpeldefekt genau gegenüber. Das will man natürlich eigentlich auch nicht haben. Aber gut, geht denn dann nicht, das war so nicht. Aber wichtig ist dann eben so zu machen, dass dieser Knorpeldefekt auf der anderen Seite nicht so ganz dramatisch ist. Da sollte man diese Kriterien hier wirklich beachten, dass dann tatsächlich die Osteotomie mit einer 90 Grad perpendikulär dann verschraubt wird, um hier das schön kongruent zu lassen, diese Stelle. Das macht man am besten so, dass man sich die Osteotomie markiert mit dem K-Draht, dann die Schraubenlöcher schon mal vorbohrt mit K-Drähten, auch die Schrauben schon mal vorbohrt und dann ganz wichtig auch, das letzte Stück mit dem Meißel aufbricht und nicht durchsägt ins Gelenk. Und dann kann man letztendlich diese Osteotomie ganz gut darstellen. Das ist jetzt nicht der Defekt von der Patientin, war ein anderer Fall. Das ist dieses Schwunggelenk zu den Bildern gerade. Sieht erstmal gar nicht so dramatisch aus, wenn man hier so drauf guckt. Knorpel ist noch da, aber das war alles butterweich. Wenn man mit dem Tasthaken da hingegangen ist, konnte man das richtig raushebeln. So sah das dann aus nach Defektpräparation. Relativ an der Kante, was echt ein Problem ist, muss man sagen. Dann angebohrt. Spongiosa Plastik draufgepackt und dann die Hyalofastmembran. Was man hier schon sieht, dass hier so richtig so wie so ein Schwamm sich hier, der richtig reinsaugt in den angrenzenden Knorpel. Und der Knorpel am Talus ist ja auch nicht dick. Ja, also das überlappt ja auch relativ leicht und das fand ich, also muss man sagen, hier auch ganz schön, wie sich das ganz schön hier abdeckelt. Ich tue es immer mit autologem Serum noch beträufeln, kann da sicherlich auch ein PHP-Produkt nehmen, wenn man das hat. Ich kann es leider nicht, aber wenn man so das Röhrchen hinstellt und ein bisschen wartet vorher, dann kann man den Überstand abpipettieren, hat da zumindest ein bisschen was, was eventuell biologisch besser wirkt noch. So sah das aus. Ich kann jetzt leider nicht zeigen, dass das drauf bleibt, wenn man es hin und her bewegt. Werde ich gleich nochmal ein Beispiel zeigen. Arthroskopische Technik. Das sind jetzt Bilder von Hajo Thermann, der es meistens arthroskopisch macht. Ist auch möglich. Mikrofrakturierung. Ich finde schon ganz schön Prügel, den er da nimmt. Also hätte ich lieber vielleicht eine kleinere Ahle, muss ich sagen. Er verwendet auch immer ACP, die er da reinlegt. Das Gelenk austrocknen, es braucht auch ein bisschen Geduld für den Chirurgen, keine Frage, aber man kann das hier relativ gut reinlegen. Und das ist sicherlich ein Vorteil auch dieser Membran, also die ist relativ gut modellierbar. Ja? Und vom Zuschneiden her, es muss nicht 100% passen, man kann das mit Tasthaken so ein bisschen ausbreiten und dann sich dazu reinlegen. Und jetzt in dem Beispiel hat das dann auch mal dann hin und her bewegt und man kann schon sehen, dass es jetzt eigentlich hier ganz gut abschließt. Und das blieb da auch an der Stelle. Also sicherlich auch eine Möglichkeit. Das mit dem Durchbewegen, das zeige ich Ihnen jetzt beim retropatellaren Defekt. Schön, dass auch gerade die Frage kam. Also auch retropatellar für mich ein sehr gutes Tool. Das ist jetzt mediale Facette, ein bisschen First noch mit drin. Hier ist natürlich die Schulter natürlich super, hier ist er schon nicht mehr ganz so gut, aber sicherlich ein Defekt, der eher auf die Contained-Defekte fallen würde, was Wolfgang Zinser gerade gesagt hat. Membran wieder beträufelt und dann einfach reingelegt. Also die habe ich nicht mehr zurechtgeschnitten oder so, sondern einfach da reingelegt und dann kann man die wunderbar anmodellieren und das sieht man so richtig. Also die saugt sich so in die Ränder fest. Es gibt einfach auch ein gutes Gefühl, dass das alles abgedeckelt ist außenrum. Und dass das dann auch funktioniert hat, habe ich das auch noch ein bisschen hin und her bewegt. Mache ich mal so K-Drähte rein, wo man sich die Patella ganz gut darstellen kann, auch mit so nicht so einem Riesenschnitt dann auskommt. So, Video will nicht mehr so richtig gut, aber man sieht es noch. Also es ist genau da geblieben, wo es eben war, trotzdem hin und her bewegen. Also es wird sicherlich in den Contained-Effekt fallen, wo man das eben dann auch von der Nachbehandlung ein bisschen anpassen kann. Fazit ist schön einfach anzuwenden. Fixierung ist relativ einfach, weil selbst adhesiv saugt sich so richtig fest. Die Datenlage für Hyalofast ist zwar gering, aber wir haben sehr gute Daten für den Vorgänger mit den zellbasierten Daten und das kann man sicher sagen, dass es eine sichere Anwendung ist und eine relativ reliable Ergebniserwartung hat. Vielen Dank. Christoph, vielen Dank. Fragen aus dem Auditorium? Ich habe letztendlich zwei Entnahmestellen, die ich ein bisschen variiere und noch am Überlegen bin, was ich besser finde. Also Bein, Tibia, Kopf hat einen Vorteil, dass man einfach von der Erreichbarkeit schneller da ist. Kann es mit einer Oatstanze sich einfach rausstanzen.
Aber vom Beckenkamm fühlt man sich ein bisschen besser von dem, was man an Knochen rauskriegt, muss man sagen. Es ist nicht so bröselig, sondern es ist besser anmodellierbar, muss ich sagen. Und von der biologischen Potenz her gehen wir auch davon aus, dass es besser ist. Also ich würde eher zum Beckenkamm tendieren. Könnte man meinen. Interessant. Man könnte davon ausgehen, dass in dieser kleinen Patella nicht so viele gute Stammzellen drin sind, wie wir uns das wünschen, keine Frage. Aber man ist doch überrascht, wie gut die Knorpelregeneration ist, gerade wenn man diese Membran nimmt. Also wir wissen es nicht letztendlich, ne? Ob das jetzt, wie gut das Gewebe ist, kann man nicht sagen. Aber jetzt von der Knorpelregeneration an sich, obwohl das ja oft die Knorpeldicke ja schwierig ist wiederherzustellen, ja? Der braucht halt bestimmt 4 bis 5 mm dicken Knorpel im Fürstbereich, ist doch relativ gut wieder die Wiederherstellung. Aber da ist die Datenlage sicherlich noch verbesserbar. Die Grundversorgung geschieht ja durch die Adern, die Patellasehne ernähren. Da ist ja nicht nochmal eine extra Ernährung für den Patella. Ja, aber die Stammzellen kommen schon aus dem Knochen auch. Ne? Kann man sicherlich machen. Defektgröße war ja, 1,5 mal 1,8 cm etwa. Ist man sicherlich im Grenzbereich für die ACT. Ich mache ACT das Codon-Verfahren, was sicherlich auch gut ist und gut anwendbar ist. Habe ich aber so ein bisschen das Gefühl über die Jahre bekommen, dass das dann doch nicht so oft gut hochwächst und dass ich mich besser fühle, in Anführungszeichen. Das Gefühl, ja, ich kann das nicht mit Daten hinterlegen, wenn ich das schön gedeckelt habe mit so einer Membran. Aber da kann man trefflich drüber diskutieren. Wissen wir noch nicht. Ich weiß auch noch nicht. Mich würde die Nachbehandlung auf Sprunggelenk interessieren. Wenn Sie nicht vielleicht Osteotomie haben, muss man ruhig stellen? Nee, muss man nicht ruhig stellen. Also wenn die Osteotomie, also mit zwei Schrauben, das, wenn man die gut letztendlich regelrecht gemacht hat, einen Vakuum-Pet-Schuh kriegen sie, Teilbelastung wie sowieso nach Knorpelverfahren, 6 Wochen Teilbelastung, aber die dürfen Dorsalextension, Plantarflexionsübungen, CPM dürfen die machen. Ich habe auch noch mal eine Frage. Folgender Fall, 1 cm osteochondrale Läsion, medialer Talus, wird einem geschickt mit den MRT-Bildern. Eindeutig, Patient hat keine Beschwerden. Operieren oder nicht operieren? Wir können ja das Publikum fragen. Wer würde operieren? Keine Beschwerden. Also am Knie würde man operieren, sehr ja. Wahrscheinlich, am Sprunggelenk auch. Sprunggelenk definitiv nicht. Also es gibt überhaupt keine Evidenz dafür, dass das in irgendeiner Form ein Problem darstellt für die Zukunft. Also asymptomatische Läsionen im oberen Sprunggelenk werden nicht operiert. Gut, vielen Dank. Oh. Also Frage 1, was Ihre alte Patientin, sportlich, ambitioniert, OCD, mediale Talusschulter, hat Beschwerden, aber nur bei Maximalbelastung, sonst nicht. Es gibt von Niemeyer eine Studie, habe ich gelesen, die sagt, dass die Mikrofrakturierung in Verbindung mit fürs Knie jetzt? Also für Sprunggelenk? Die Studie kenne ich jetzt nicht. ACT, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass der Philipp da eine Studie jetzt hat, weil es halt auch schon seit 10 Jahren nicht mehr anwendbar ist von der Kostenseite her. Grundsätzlich sind das schwierige Patienten. Ja, davon abgesehen, weil natürlich nur dieser Sportwunsch da ist mit den belastungshemmenden Beschwerden, ob ich das wirklich besser kriege, das weiß ich per se schon mal nicht. Also die Aufklärung bei dieser Patientin, wurscht das für ein Verfahren, ist schon mal eine große Sache. Ich glaube persönlich nicht, auch wieder persönliche Einschätzung, dass bei diesen Defekten, auch denen wir gesehen haben, die ACT einen signifikanten Vorteil bringt. Weil wenn die Knochenpathologie behandelt ist, das Gelenk kongruent ist, keine Instabilität da ist, sonst keine Malalignment oder so weiter da ist, glaube ich nicht, dass der theoretisch bessere Knorpel wirklich einen Vorteil bringt. Glaube ich nicht. Aber wir wissen es nicht. Ja genau, das ist die Hauptproblematik. Sehr verehrte Damen und Herren, wir haben jetzt schon sehr viel gehört über letztendlich geringe Evidenz, die wir haben. Da kann ich mich natürlich bei der Hüfte anschließen, da kommen wir ja ins evidenziäre Niemandsland. Da gibt es nämlich praktisch für keines der Verfahren wirklich eine gute Evidenz.
Aber es gibt natürlich auch hier auch Praxiserfahrungen und schon gewisse erste Studien, die interessant sind. Was ist denn technisch möglich am Hüftgelenk? Technisch möglich sind alle anderen Verfahren in dem Sinn auch, von der Mikrofrakturierung, Abrasion, Matrix-assoziierte Verfahren bis hin zur ACT an der Hüfte hauptsächlich oder fast ausschließlich angewendet, diese Chondrosphären, weil die eben die einzigen sind, die wirklich arthroskopisch einzubringen sind und ein offener Eingriff am Hüftgelenk natürlich eine ganz andere Dimension hat als am Kniegelenk. Sie müssen die Hüfte ausrenken. Allein dieses Wort verjagt schon die Hälfte der Patienten. Was ist sonst noch die Besonderheit am Hüftgelenk? Die Knorpeldicke ist nur 1 bis 2 Millimeter. Das muss man auch bedenken. Die Knorpel ist viel, viel dünner als am Knie und damit haben wir natürlich andere Voraussetzungen. Wir haben keine so hohe, schöne Schulter. Die gibt es an der Hüfte einfach nicht. Und wir haben im Vorfeld schon Probleme, wenn wir den Knorpelschaden diagnostizieren wollen. In der OP-Planung sagen wir jetzt dem Patienten, der ist so oder so groß. Häufig haben wir Delaminationen. Im MRT, die Sensitivität ist sehr gering. Das heißt, wir können mit dem Patienten im Vorfeld häufig gar nicht planen, ist eine ACT sinnvoll oder nicht, weil wir den Defekt erst richtig beurteilen können während der arthroskopischen Operation. Und das ist natürlich für die meist berufstätigen Patienten auch wichtig in der Planung. Das heißt, da würden wir uns natürlich ein einseitiges Verfahren idealerweise wünschen. Die Knorpelschäden sind meist chronisch rezidivierend. Sie sehen so einen typischen Knorpelschaden hier in der anterolateralen Hüftpfanne, hier das Labrum, der Hüftkopf, wie wir ihn typischerweise beim femoroacetabulären Impingement oder bei der Dysplasie sehen. Das heißt, wir haben eine zugrunde liegende knöcherne Pathologie, die uns über chronische Mikrotraumen den Knorpelschaden verursacht und dieser ist meist randständig. Das heißt, wenn ich hier einen ganz schmalen randständigen Defekt habe, bei einer generell guten Überdachung, dann ist der sicherlich anders zu behandeln als ein zentral in der Hauptbelastungszone liegender Knorpelschaden am Kniegelenk. Und ich denke, hier ist auch die Größendefinition allein von der Oberfläche, die wir haben, der Knorpel oder Oberfläche unterschiedlich. Nun, wie entstehen diese Knorpeldefekte? Typischerweise hier beim Impingement, Sie sehen diese Chem-Deformität, die verminderte Taillierung vorne am Schenkelhals. Das Anschlagen per se ist nicht schmerzhaft, das Labrum wird weggeschoben, lange Zeit passiert gar nichts und es geht nichts kaputt, aber wenn das immer weiterkommt, dann irgendwann reißt das Labrum ab. Und dann sieht das so aus, der Knorpel ist eigentlich noch gut, das Labrum ist gut, man hat so eine gewisse kontralaborale Separation. Und das geht immer weiter, das Labrum reißt weiter ab, der Knorpel wird gequetscht, es kommt richtig zum Labrum-Einriss. Hier diese Knorpelerweichung, diese Patienten haben teilweise schon deutliche Symptome. Was macht man da? Nimmt man den Knorpel komplett weg, sieht dann erstmal nicht so schön aus, wie es vorher war. Hier wird es dann schon einfacher, der freie Lappen. Und dann schließlich der freiliegende Knochen mit den Arthrosezysten. Das ist die häufigste Form der Knorpelschäden, die wir sehen. Da ist dann meistens auch das Labrum schon in gewisser Weise degeneriert und wir haben einen randständigen Nicht-Contained-Defekt. Oder anders die Dysplasie, wo es letztendlich durch die Instabilität nach ventral zu einer Abscherung kommt, ein Abriss des Labrums mit meist anhängend noch einen Knorpellappen. Das ist sehr undankbar auch zu behandeln. Und wurde natürlich auch lange Zeit schon erfolgreich rein durch die Osteotomie behandelt, ohne spezifische Knorpeltherapie. Das ist die nächste Frage. Brauchen wir überhaupt eine spezifische Knorpeltherapie am Hüftgelenk? Also man hat mehr Fragen als Antworten. Hauptsächlich die Ursachenanalyse ist natürlich wichtig und die Begleitpathologien müssen behandelt werden. Ich habe schon gesagt, das Hüftgelenk ist ein umschlossenes Gelenk. Die offene Chirurgie erfordert die Hüftluxation, die man sich natürlich sehr genau überlegen muss. Auf der anderen Seite, wenn man es arthroskopisch behandelt, Sie sehen hier, wie die Mikrofrakturierale reinkommt. Das ist jetzt ein Fall, wo es ganz gut ging eigentlich, aber das sind häufig 90-Grad-Winkel, wie man reinkommt. Ich hatte auch schon einen Fall, wo die Aale dann abgebrochen ist, drin gesteckt, ich Gott sei Dank wieder rausgekriegt. Aber die Mikrofrakturierung, auch wenn man die Hüftarthroskopeure befragt, die anderen, die viel machen, wird immer häufiger verlassen. Warum? Weil wir ja häufig die Impingement-Chirurgie mit durchführen und am Schenkelhals eine sehr hohe Knochenfläche haben, wo viele Stammzellen frei werden. Und da würden wir uns natürlich wünschen, dass wir hier nichts machen müssen, was schwierig ist und kann natürlich auch abrutschen. Wo wir aber einen gewissen Lockstoff haben, auch dass die Stammzellen dort letztendlich bleiben. Die Evidenz ist insgesamt gering. Ich möchte ein paar Studien zitieren, hier letztendlich für die Mikrofrakturierung, wo man bei kleineren Defekten letztendlich häufig eine komplette Defektfüllung sieht. Aber auf der anderen Seite natürlich bei größeren Knorpelschäden auch teilweise 50% Versagensraten. Das heißt, bei den größeren ist letztendlich wie an anderen Gelenken auch, bei den größeren Knorpelschäden ist die Mikrofrakturierung nicht so gut. Bei den kleineren zeigt sie ganz gute Ergebnisse. Immer mit letztendlich begleitender Therapie des Impingements oder der Dysplasie.
Es gibt eine aktuelle Studie, wo die AMIC letztendlich mit der Mikrofrakturierung verglichen wurde, eine retrospektive Studie, also keine randomisierte oder prospektive Studie. Es waren allesamt Grad 3 oder 4 Defekte, 2 bis 8 Quadratzentimeter. Bei 8 Quadratzentimeter denke ich mir, das ist am Hüftgelenk aber schon riesengroß. Ist für mich eigentlich kaum mehr eine Indikation zur gelenkehaltenden Operation, weil der Hüftkopf da reinwandert und letztendlich das gar nicht funktionieren kann. Also ich denke, so bis 6 Quadratzentimeter ist realistisch, wo man Erfolgschancen hat. 77 mit Mikrofrakturierung, 70 mit AMIC, mit dieser Kollagen-1-3-Matrix, ohne eine Fixierung der Matrix, die wurde einfach eingelegt. Denken Sie daran, der Knorpel ist 1 bis 2 mm hoch, 5 Jahre, und man sah ab dem zweiten Jahr eine Überlegenheit, hier der AMIC gegenüber der Mikrofrakturierung, und da muss man sagen, die ist vor allem auch signifikant bei den größeren Defekten über die 4 Quadratzentimeter. Das heißt für mich eine Indikation eher bei den größeren Defekten, ich wende sie gehäuft an über 2 Quadratzentimeter. Was ist das Schöne jetzt technisch? Das Hüftgelenk liegt ja sehr tief, das ist arthroskopisch anspruchsvoll, dass es so selbsthaftend ist und dass man es letztendlich so reinmodellieren kann. Meine Indikation bei Knorpeldefekten sicherlich über 2 Quadratzentimeter. Ich habe ein paar Fallbeispiele mitgebracht, dass Sie das mal sehen, wie das funktioniert. 22 Jahre alter Patient, eigentlich relativ normales Röntgenbild, etwas weit übergreifender Pfannenrand, eine leichte Kemmdeformität, aber doch ein deutlicher Knorpelschaden, so sah das dann aus. Hier der Hüftkopf, hier letztendlich das Labrum, und da sehen Sie den doch schon recht großen Knorpelschaden, der dann letztendlich kürittiert wurde. Sie sehen, die Schultern sind nicht so hoch, wie man das kennt, die Mikrofrakturierung hier durchgeführt mit einer sehr guten Einblutung. Wie gesagt, ich mache immer selten eine Mikrofrakturierung, weil man ja letztendlich die Kemmtaillierung mit durchführt. Sieht man dann letztendlich ein gut eingeblutetes Implantatbett. Dann wurde diese Membran eingebracht, auch eigentlich kaum zugeschnitten. Ich mache das nicht mit Schablonen, sondern schneide nur die Ecken ab, und man kann das wirklich ganz gut reinmodellieren. Und ich fixiere das Ganze mit Fibrinkleber. Warum, werde ich Ihnen gleich sagen. Dann die Traktion aufgehoben, durchbewegt, letztendlich mit Spülflüssigkeit nochmal untersucht, und so ist dann das Endergebnis. Das hier ist letztendlich Fibrinkleber, der da ein bisschen ungleichmäßig drauf ist, aber doch eine sehr schöne Defektfüllung, was einen ganz guten Eindruck macht. Das ist jetzt so ein Bild, wie diese Membran eingelegt wird. Dann sehen Sie, man kann das eigentlich ganz gut reinmodellieren. Die Ecken hebt es ab und zu noch ein bisschen ab, dann kann man das letztendlich an den Ecken auch reindrücken, und dann hält die Membran schon ganz gut. Zusätzlich, weil eben die Knorpelhöhe so gering ist, fixiere ich das immer mit Fibrinkleber. Warum? Auch, weil aus der gleichen Gruppe aus Mailand von Fontana eine Kadaverstudie mit einer anderen Membran durchgeführt wurde. Und die haben mal geschaut, bleibt das eigentlich, wo es ist? Das war die Studie, die gleiche Arbeitsgruppe, die die Überlegenheit der AMIC gegenüber der Mikrofrakturierung nachgewiesen hat. Und die haben gesehen, letztendlich ein Viertel ist nach 50 Zyklen disloziert und ein Drittel nach 100 Zyklen. Da muss man sich natürlich schon fragen, ist das wirklich eine AMIC oder ist das eine intraartikuläre Hyaluronsäure oder nicht Hyaluronsäure, sondern hier eben die andere Membranwirkstoff, der eingebracht wird. Bis zum Beweis des Gegenteils würde ich das immer mit Fibrinkleber fixieren. Ich weiß, dass Fibrinkleber jetzt nicht ideal ist und in der Knorpeltherapie auch nicht immer so gern gesehen wird, aber ich denke, es ist notwendig. Ein zweites Beispiel, 26-jähriger Patient männlich, hat eine osteochondrale Läsion am Hüftkopf, Zustand nach Anbohrung, persistierende Beschwerden und gleichzeitig letztendlich eine Kemmdeformität am Schenkelhals, ein femoroacetabuläres Impingement mit einem randständigen acetabulären Knorpelschaden. Hier die arthroskopischen Bilder, oben das Labrum, der typische Knorpelschaden beim femoroacetabulären Impingement und gleichzeitig zentral dieser Knorpelschaden, der dann auch kürittiert wurde. Im Endeffekt ist unklar, was die Beschwerden verursacht hat. Ich denke, dass das Impingement sicherlich eine wesentliche Ursache mit war. Jetzt haben wir aber den Knorpelschaden, der wurde kürittiert, dann auch mikrofrakturiert und hier letztendlich, es kam zu einer guten Blutung, auch schon aus dem Defektbett, die Membran eingelegt. So wird das dann randständig noch mit Fibrinkleber fixiert. Wenn der Fibrinkleber dann aushärtet, hat man eine ganz stabile Fixierung hier drinnen. Ich mache das also standardmäßig. Ein drittes Beispiel, 19-jähriger Patient, die werden immer jünger, die Hüften aber nicht besser, schon eine deutliche Coxarthrose, bei einer Chondromatose synovial. Sie sehen die großen Chondrome hier, den großen Pfannenbodenosteophyten hier innen, der die Hüfte schon zum Lateralisieren bringt. Die Beweglichkeit war insgesamt aber nicht schlecht und beim 19-jährigen alten Patienten natürlich der gelenkerhaltende Therapieversuch mit der chirurgischen Hüftluxation, Schenkelhalstaillierung
Und dann haben wir auch die zentralen Pfannenboden, Osteophyten entfernt, was letztendlich bis hier oben ging und den Defekt mit Hyalofast aufgefüllt und dann bei der Schraubenentfernung nach der chirurgischen Hüftlokalisation eine Arthroskopie durchgeführt. Der Hüftkopf hat sich ein bisschen rezentriert. Letztendlich, man sieht die Stelle der Membran hier, da hat sich zumindest was gebildet, was aufgefüllt im MRT. Und das sind jetzt die Bilder, da sehen Sie im Endeffekt den autochthonen Knorpel, wie ich das nenne, letztendlich hier lateral und weiter nach ventral. Und hier der Blick, der Hüftkopf zur Fovea hin, der aufgefüllte Bereich, der sich sehr gut aufgefüllt hat. Man sieht diese Grenzzone, also das hat makroskopisch schon einen etwas anderen Aspekt, aber es hat sich stabil und mit gleicher Höhe aufgefüllt. Und das ist ein zweites Bild. Es ist natürlich ein etwas erweichter Knorpel, aber der Patient kommt so jetzt ganz gut zurecht. Und ich denke, der Versuch, was bei diesem doch schon deutlich vorgeschädigten Gelenk wert, das ist ein relativ großer Defekt, der sich hier eben komplett aufgefüllt hat. Lassen Sie mich zusammenfassen zur Knorpeltherapie am Hüftgelenk. Wir haben ganz spezielle Voraussetzungen und immer begleitende Pathologien, was die Studien auch so schwierig macht, weil man nie genau weiß, war es jetzt das Impingement, das behandelt wurde und eigentlich die Beschwerden gemacht hat, oder war es tatsächlich der Knorpelschaden? Ist das Impingement komplett korrigiert? War vielleicht noch eine milde Dysplasie beteiligt, die für persistierende Beschwerden verantwortlich ist? Aber wir haben zumindest eine gute Feasibility dieser Hyalofastmembran. Sie ist gut zu handeln. Und das ist am Hüftgelenk relativ schwierig, das einzubringen und zu fixieren. Man hat die Möglichkeit, das nur mit einer Operation zu machen, was die Planung natürlich deutlich verbessert für die Patienten. Und eine Revisionsarthroskopie an der Hüfte ist ja auch nicht so ein ganz kleiner Eingriff. Der hat auch Komplikationsrisiken. Es kann zu Verwachsungen kommen, wo das Labrum dann Schädigung nimmt, wenn man letztendlich die Portale anlegt und so weiter. Sicherlich bleiben offene Fragen an der Hüfte, gerade die Frage der Fixierung, ist sie notwendig und wie idealerweise sollten wir das durchführen? Das haben wir schon mehrfach besprochen, dass man der Sache nachgehen muss und die klinischen Ergebnisse, die Studien sind sicherlich noch ausstehend, da können wir heute noch nichts zu sagen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Hans. Fragen? Ich nehme so eine Spinalnadel oder so eine Arthroskopiekanüle, die lange, und biege vorne bloß die Spitze ein bisschen. Dadurch habe ich etwas, kann ich etwas letztendlich mich bewegen im Gelenk. Bitte? Nein. Nur die Spitze vorne. Also man darf sie natürlich, muss man schon vorsichtig sein, aber die bricht ja nicht so leicht. Gibt es ja auch Fälle, wo die mal abknickt oder sowas, ganz selten, aber die bricht nicht so leicht. Beim Knie im offenen Verfahren verbessert das die DRG, an der Hüfte bleibt es. Also, an der Hüfte bleibt es, wobei es die Möglichkeit gibt, das ist aber dann ein bisschen vom MDK abhängig, über diesen Fibrinkleber als allogene Matrix in eine höhere DRG hineinzukommen, also von der I30Z in die 08F. Und das sind dann doch 1500 Euro in der Größenordnung. Also das ist aber noch nicht so richtig, hat sich nicht so flächendeckend durchgesetzt. Ja. Aber da gibt es zumindest Möglichkeiten, wobei das nicht über die Membran funktioniert, sondern über den Fibrinkleber dann. Zu dem Fibrinkleber habe ich nochmal eine Frage. Und zwar auf der ISHA in Cambridge, der Richard Willer nutzt den Fibrinkleber ganz vielen Indikationen. Er sagt, das Kleben spielt für ihn wenig eine Rolle, sondern die Wachstumsfaktoren, die er da drin findet. Die haben wir so ein bisschen aus dem Blick verloren. Spielt das für dich eine Rolle? Also früher, ich kann mich an eine Studie ganz früh in der Zeit der ACT erinnern, wo man dann versucht hat, in Fibrinkleber die Zellen einzubringen. Das hat dann eine Gruppe gemacht und die Ergebnisse waren auch nicht so schlecht, aber insgesamt hieß es dann, den Fibrinkleber möglichst jetzt nicht mit den Zellen zusammenbringen. Ich sehe das heute ein bisschen anders. Wie siehst du das denn? Ist das neben dem Klebeeffekt nochmal ein anderer Effekt oder siehst du den Klebeeffekt vor allem? Na, ich denke, dass der Klebeeffekt, dass man den braucht, dass es ohne den nicht geht, dass man irgendeine Art der Fixierung braucht am Hüftgelenk. Und dann ist natürlich die biologische Potenz am Hüftgelenk ist natürlich ganz anders, wenn wir diese große Schenkelhalstaillierung machen, wo wir riesige Knochenflächen freilegen haben. Ich denke, ideal wäre natürlich
angereicherte Stammzellen mit angereicherten Wachstumsfaktoren in irgendeiner Kombination. Also dass man die Membran letztendlich nicht nur durch die Einblutung aus dem Knochen sich sättigen lässt, sondern tatsächlich auch mit angereicherten Stammzellen. Wobei da das natürlich eine ungelöste Frage ist, wie viel, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Das ist ja bei der Knochenheilung das Gleiche. Ja. Wer macht von Ihnen Hüftarthroskopien? Was benutzen Sie so bei Knorpeldefekten? Auch wenn man rankommt, ja. Okay. Gut. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mich bedanken für die tolle Session. Also ich glaube, wir haben sehr viele interessante und ganz neue Hotspots gesehen, glaube ich. Also und vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, es hat sich für Sie gelohnt. Für mich hat es sich gelohnt. Ich habe auch was gelernt. Vielen Dank und einen schönen Kongress noch.